Willkommen zu Donkey Kong! Oder sollte man sagen Game Boy Donkey Kong? Oder sollte man sagen Donkey Kong 1994? Diejenigen, die das Spiel kennen, können dir mal in die Kommentare schreiben, wie man das hier am besten betiteln sollte. Weil Donkey Kong an sich, das empfinde ich als den Arcade-Automaten, wo Mario und Donkey Kong ihre ersten Auftritte hatten in der Videospielgeschichte. Und darauf basiert auch dieses Spiel. Wurde ja für unzählige Konsolen umgesetzt, das erste Donkey Kong. Und da musste man es natürlich auch für den Game Boy umsetzen. Und als kleinen Boni, als klitzekleinen Boni, hat man zu den vier bekannten Stages einfach mal 96 weitere dazugefügt. Also nee, die ersten vier sind nur aus Retro-Gründen da und dann beginnt das wahre Spiel. Und man muss sagen, das ist eine Art Abschiedsgeschenk des alten Donkey Kong, der ja laut Donkey Kong Country Cranky Kong ist, ne? Also 1994 ist das erschienen für den Game Boy und noch im selben Jahr später erschien dann Donkey Kong Country und damit begann ein neuer Donkey Kong. Ja, in diesem Spiel wird auch Donkey Kong Junior noch auftauchen und. Das wird strategisch noch sehr anspruchsvoll. Ich würde vorschlagen, für diejenigen, die es nicht kennen, einfach mal anschauen. Und was ich sagen wollte, dieses Prinzip wurde trotzdem nochmal fortgeführt und zwar mit der Serie für Game Boy Advance und DS Mario vs. Donkey Kong. Und das ist wirklich ein besserer Titel. Legen wir einfach mal los. Donkey Kong hat Pauline entführt. Es ist nicht Prinzessin Peach und nicht Daisy. Es ist Pauline, wie im ersten Teil. Die taucht auch in eurem Mario und Donkey Kong wieder auf, ne? Aber auf jeden Fall haben wir sie hier. Und jetzt nudeln wir erstmal die vier alten Stages vom Original durch. Mit dem neuen Move, den man hier hat, kann das ganz schnell gehen. Oder ganz schnell in die Hose gehen. Also das sind wirklich so Moves, die in Mario 64 später auftauchen. Also wirklich, da gibt es Dreiersprung und Seitwärtssprung. Das ist schon sehr... Ist mir auch erst aufgefallen vorhin, als ich das mal wieder angezockt hatte. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man das hier als 100% werten kann. Ich werde es mal irgendwann dazu schreiben oder auch nicht. Aber es müsste eigentlich bedeuten, alle Items einzusammeln. Und da habe ich eigentlich nicht so das Verlangen dazu. So. Und natürlich ist Mario viel beweglicher. Oder wie soll man sagen... Also im Original, da ist er ja, wenn er einen Meter runtergesprungen ist, ist er ja down gegangen. Und das ist hier nicht mehr der Fall. Ganz im Gegenteil. Der hat sich natürlich angepasst. Hat man auch vorhin schon gesehen in der Demo, wo er quasi im Kino steht. Oder vor Publikum sozusagen. Ja, und die ersten Stages, also wir haben die ersten drei jetzt schon durch, die sind wahrlich kein Problem. Es beginnt auch erst danach, das muss ich wirklich dazu sagen. Ich mache auch mal auf Start. Da sehen wir auch Stage 04. Das heißt, das zählt noch gar nicht, ne? Ja. Mit den neuen Moves hier, Seitwärtssprung hier. Bam! Dann geht es hier so schnell. Haben wir hier den Hammer. Wie man es schon kennt. Und können hier noch ablegen. Und wieder aufnehmen. Also es wurde wirklich zeitgemäß... Ups, das sah... zeitgemäß gestaltet. Yay. Und damit endet dieses Spiel. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Also Leute, bis zum nächsten Projekt und was ist los? Diesmal gibt er nicht so einfach auf. Oh, ich liebe die Musik, ey. Ich habe voll die Kindheitserinnerungen. Ich habe das Spiel sogar mal verloren als Kind. Und habe einfach hab's mir wieder gewünscht zu Weihnachten und da hatte ich es ein zweites Mal. Und dann habe ich das alte Modul wieder gefunden. Also ich hatte zwei Module. Inzwischen habe ich trotzdem wieder nur noch eins. Also ist wieder eins abgehauen. Egal. So, ihr habt schon mal eins gesehen, was wir jetzt immer brauchen. Das ist ein Schlüssel. Wir müssen mit dem Schlüssel zum Tor. Das ist die erste Welt. Big City. Und der erste Level hier ist einfach nur dieser Bildschirm.
Ach, was habe ich mich damals gequält als Kind, hey. Aber jetzt habe ich die Moves drauf und alles. Diese Genossen kann man nehmen und werfen. Dann können wir das Öl wegmachen, oder? Nee, können wir nicht. Öl ist unbesiegbar. So. Upsa. So, alle Items. Ja, versuche ich einfach mal, alle Items einzusammeln. Spätere Level sind affig schwierig. Donkey Kong, affig. Aber wirklich, die sind wirklich nicht mehr lustig. Bonus Level, weil ich alle hab. Ich versuche bei sowas immer möglichst schnell zu machen und im gleichen Rhythmus. Ach ja, na ihr Hübschen. Ja, wir können auch die Mülltonne nehmen. Wir können auch an dem Seil. So, tschakka. Und halt vieles mehr. Ist eigentlich ganz lustig. Es ist wirklich sehr angenehm, das Spiel. Und es hat auch wirklich später noch einen ganz schönen Schwierigkeitscharakter. Das Öl kriegen wir wirklich nicht kaputt. Ah, der Schlüssel verschwindet nach einer Zeit auch wieder. Also bloß nicht zu lange alleine lassen. So. Es geht noch locker von der Hand. Ich spiele das Ganze mit einem Xbox 360 Controller. Man glaubt es kaum. Ist aber so. So, hier einfach anhalten und dann gibt es entweder 1 oder 2 Leben. Nette Spielerei. Ja, ich habe erst angefangen mit dem Super Nintendo Controller, aber das ging mit dem Xbox wirklich besser. Aha. Und hier, die Typen werden aggro, wenn wir den Hammer haben. Schon erwähnenswert. Komm, Flamme, ich kann nicht springen gerade. Flamme. Ja, Wolski. Hast dir so gedacht, hä? So, warte. Ah, jetzt war der Hammer schon weg. Ansonsten hätte ich ihn hochgeworfen und hier den Kerl noch abgeknallt. Es war so klar, dass jetzt wieder ein Anruf kommen muss. Tut mir leid, Leute. Aber gut. So, geh sterben. War das perfekt gezielt oder was? Hier können wir uns auch die Welt einfach machen, den Schlüssel hochwerfen. Und die Sache ist geritzt. Au. Oh. Das war ein Elektroschock. Ich wollte halt das Item da versuchen zu schnappen. Das ist eine Handtasche, oder? Ich glaube schon. Mann, wenn einmal anruft, reicht's. Ey. So, SMS. Okay, Leute. Hipsa. Und damit haben wir auch dieses Level gelöst. Das ist immer noch leichte Kost, aber so ein kleiner Vorgeschmack, muss man sagen. Knack, knack, knack. Na, immerhin. Einmal Mario zählt. Jetzt sind wir schon wieder bei Donkey Kong und er hat immer wieder Fiesheiten für uns parat. Kann ich hier so hochnehmen? Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Wenn er aufstampft, dann sind nicht nur wir betäubt, wenn wir nicht in die Luft gesprungen sind, sondern es fallen noch allerlei Stadtsachen. Autsch. Und das wird gefährlich. Ich glaube, ich verliere mein erstes Leben. Weil wenn man oben ist, hat man nicht so viel... Okay. Möglichkeiten auszuweichen. So. Hanteln und CDs, Schallplatten und Töpfe. So, wir sind gleich da. Okay. Aber das wird dann später richtig noch geil mit Schaltern. Jetzt fängt es auch schon an. Jetzt können wir uns Brücken erstellen. Passt mal auf. Das kriegen wir immer schön simuliert. Die Brücke ist kaputt. Oh nein. Und mit diesem Block, den können wir irgendwo platzieren. Und damit eine Brücke erschaffen, wo wir es als sinnvoll empfinden. Und das wird später richtig schöne Spielereien geben. Da. Schön gemacht. So. Damit wird es, glaube ich, jetzt auch weitergehen in der Stadt. Als Kind habe ich mich hier Ewigkeiten aufgehalten. Verständlich vielleicht. So, ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, Brücken zu bauen. Ist das nicht toll? Das ist auch schon wieder alles. Es wird bauen eine Brücke hierhin. Blub. Und die hält natürlich auch nur eine bestimmte Zeit lang. Ist klar, ne? So, aber wenn wir nochmal was machen, ich kann auch hier zum Beispiel... Wir können das wirklich... Nein! Ich hab gedacht, ich tue den Feuergegner mit dem Schlüssel... Ein Lebensverlust.
Ich habe gedacht, ich kann den kaputt werfen, ne? Na, schade. Falsch gedacht. Ja, und wenn Mario runterspringt, dann wird er sich entweder rollen, wenn es nicht so hoch ist, oder betäubt sein, oder ganz schön kaputt, oder tot, wenn es zu hoch war. K.O. Machen wir es halt mal hier hin. So. Ist auch eine Möglichkeit. Die Maus kriegen wir aber kaputt. Nein! Ich dachte immer, man kann die ganzen Gegner besiegen. Mit Hilfe des Schlüssels. Oh, jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den Regenschirm da nicht. Na gut. Dann eben keine 100%. Aber das wäre in späteren Leveln wirklich fies gewesen. Jetzt können wir hier Leitern erstellen. Jetzt sage ich das dann besser mal. Und zwar hier. Ach so. Ja. Ich wollte das Item haben, aber ich habe nicht an die Flamme gedacht. Egal. So. Katsching. Fallen lassen. Autsch. Hier wird es jetzt schon richtig anspruchsvoll. Und zwar erst eine Plattform hin. Und dann eine Leiter zu der Plattform. Extremst, oder? Gib mir den Hut. Den Schirm. Ja. Das ist alles noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Ja, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Will ich überhaupt immer die Items einsammeln, um dann diese blöden Minispiele immer durchleben zu müssen? Weil die fordern Zeit. Ja, als ich es mit 5 Jahren das erste Mal gespielt habe, bin ich an diesem Level festgehangen, weil ich nicht dran gedacht habe, einfach hier eine Leiter zu setzen. Und wusste halt dementsprechend nicht, wie es weitergeht. Hüpsa! Ja, schon hat Zeit. So. Okay, so. Bäm. Ja. Ja, jetzt wird die Zeit schon ein bisschen knapper, aber das kriegen wir doch hin. Ha! Man hätte aber noch zeigen können, wie dieser Knollenopa oder was es darstellen soll, runterfällt. Was soll's. Beziehungsweise, wenn ihr wisst, was das für Kreaturen teilweise sind, dann immer raus damit. Ich bin ja lernwillig. So, ich würde sagen, in diesem Part packen wir ganz noch elegant die Stadt. Und Donkey Kong erledigen wir wie gehabt mit Fässern. Tschüss. Ich glaube, 3 Treffer. Und auch das werden wir noch 1000 Mal tun und immer schwieriger. Es gibt sehr viele verschiedene Welten. Es gibt Wüsten, Schiffe. Sogar auf einem fliegenden Flugzeug werden wir uns rumtreiben. Und vieles mehr. Aber in der Stadt haben wir jetzt gesiegt. Wir sind nimmt. Komm mit jetzt! Wie so ein Gegenstand. Jetzt kommt was richtig Schönes, und zwar die Schalter. Also die rechten kann nur Donkey Kong bedienen. Und ja, Schalterhebel sind's. Und den anderen kann nur Mario bedienen. Das wird sich in der Praxis dann zeigen, was gemeint ist. An Leben wird es uns nicht mangeln. Und ihr seht schon hier, wir kommen von der Stadt in den Wald. Markus. Alles steht für Markus. Da haben wir Forest. Ja. Den Wald. Wie es da weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Wenn ihr euch freut über dieses Projekt, weil es wird wirklich noch geil und hat die altbekannten Kultcharaktere. Und mal wieder eine andere Pixelstufe als Resident Evil 5. Und trotzdem in HD. Also Leute, Daumen hoch. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Dürft ihr auf keinen Fall verpassen, um die Genialität dieses Spiels zu sehen. Also Leute, bis dann. Ciao.